Hallo Leute und herzlich willkommen zu Chuyukus Island Express. Ich habe mir jetzt doch nochmal ganz kurz gedacht, komm, mach's nochmal ganz kurz weiter. Denn ich kann es ja nicht einfach so enden lassen. Was ich mal ganz kurz nachgucke. Okay, das ist das Ding. Gut. Ja, was ich ganz kurz nochmal sagen möchte ist, ich finde es echt prima, das Spiel. Versteht mich da nicht falsch, aber es ist echt ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ja, die Hoffnung zu haben, dass ich auch alles hinbekomme. Wie kam ich da jetzt nochmal rein? Ach ja, genau. Unterweg. So. Und ich muss korrigieren, hier ist keiner. Es sah halt so aus, ne? Wie ich das Kotzen kriegen könnte bei solchen Sachen. Okay. Da ist auch keiner. Okay, wisst ihr was? Ich mache mir einen Guide auf. Das ist mir gerade jetzt sonst zu blöd. Wenigstens sieht man ja da vernünftig, wo die Skarbienen offen sind und wo keine sind. Vor allem, wie viele es sind, ist auch nochmal interessant dann zu wissen. So. Achievement. Sprache ist wurscht. Okay. 2 Stunden Speedrun habe ich gerade gefunden. Ein Video aller Achievements. Genau, hier ist es. Da, Perfekt Skarben. Da ist die Karte. Okay, wir gucken nach. Im Turm sind sogar 3. Okay. Wir fangen mal hier ganz oben an. Hier fangen wir an. Hier befinden sich 2. Die sehe ich nicht mal. Das heißt, ich begebe mich da erstmal hin. Wir arbeiten das jetzt quasi rückwärtig ab. Ah ne, warte. Oder? Kommen wir noch weiter? Nee. Wir müssen hier wieder runter. Okay, okay, okay. Einmal hier Schüssen speichern. Okay. Ja, warte. Ist das richtig? Ja doch, es ist glaube ich richtig, genau. So, da haben wir nochmal Schüssen gespeichert. Warum auch immer da so ein Klappding ist, wie ich gerade sehe. So.
Ich sehe immer noch keine Skarabäen. Es sind aber welche abgebildet, also. Ah ja, jetzt sehe ich den. Der eine ist da oben. Und hier kann ich wieder büschen. Oder? Ah ne, kann ich nicht. Okay. Ja, gerade nervt, ich sehe den zweiten Skarabäen nicht. Dann tötet sich wahrscheinlich erst, wenn der erste komplett ist, wahrscheinlich, denke ich mir mal. Oder ist falsch markiert, kann man auch haben. Na also. Alter, ist das... Ah, nee, ne? So. Das war ein bisschen zu wenig Schwung, habe ich mal das Gefühl. Okay. Alter, fahr weiter. Kann doch nicht angehen. Na also. Ja, jetzt sehe ich den auch da, aber der zweite. Ach, der muss ein Stück unten rechts sein. Der ist quasi. Wenn ich das jetzt gerade so nervig mache. Ach Gottes Willen, Leute, es ist echt ein bisschen Krampf hoch 10. So. Der ist nämlich gar nicht hier drin, ne? Sondern offensichtlich irgendwo. Ne, warte. Ich kann das auch nicht ranzoomen, ist das Problem. Aber angeblich soll der hier sein. Warte, ich mach mal nochmal weiter. Man soll ja nicht, ne, Tag vor Abend loben, bla bla bla. Man kennt ihn.
muss ich dafür immer... So, das ist perfekt gerade platziert. Das ist jetzt auch perfekt platziert. Wieder ein paar Mal kann ich das ja machen, aber ich glaube, dass ich den schon habe. Kann zumindest angehen. Ja komm, ich gehe hier raus. Ich glaube, ich habe den nämlich schon. Der da verlangt wird quasi. Gut, das heißt, dementsprechend weiter gucken. Die nächsten zwei sind hier unten im Turm. Ja, dann ist da oben ja doch einer drinne, bloß den sehe ich nicht. Und da unten, okay. Okay. So. Also da unten und hier oben. Zuerst kümmere ich mich natürlich logischerweise um den hier oben. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen lustig, aber nicht praktisch. Ja, fall bitte. Fall doch einfach bitte nur durch. Nichts?
Keine Ahnung. Offensichtlich hatte ich den schon. Okay. Ach nein, ich muss ja in die andere Richtung. Der nächste ist nämlich hier unten, dafür muss ich zwei nach links und dann einen nach unten. Okay. Grandios. Ich wundere mich gerade, warum nichts passiert, ja. Falsche Taste gedrückt, ne? Mann! Und die Maus wandert schon wieder ins Bild, ich merke es. Nein, oh, come on! Okay, okay, Moment, wir kriegen es hin. So, jetzt kommt die Maus auf dem zweiten Bildschirm. So. Okay. Perfekt. So. Die habe ich dann auch. Dann kommen die zwei links. Aber hier, die habe ich ja auch. Sollte ich zumindest. Warum leuchtet er nicht? Okay. Wir gucken mal eben kurz nach. Scheibenblätter. Es wird einfach doch nicht angezeigt. Okay. Aber daher ich die Errungenschaft noch nicht habe, heißt das, dass ich es auch noch nicht alles geschafft habe.
Wie dem auch sei, ich suche jetzt erstmal schnell den kürzesten Weg. Ach nee, warte. Muss er hier lang? Okay. Supi. Was sagt eigentlich die Karte? Okay, wir haben relativ viele sogar noch. Wer sucht, der findet. Insgesamt gibt es 42. Okay. Wie kann ich denn da jetzt nachgucken, wie viele ich habe? Das müsste ja wieder der Typ wissen, ne? Der einfach alles weiß. Okay, grandios. So, einmal speichern ist auch nicht verkehrt. Oh, Moment, wenn ich jetzt hier schon gerade bin. Ach, Moment. Ach nein, der mit den... Hä? Warum leuchtet der Briefkasten da drüben auf? Egal. Ich guck mal gerade, dass ich so schnell wie möglich da wieder hinkomme. Das irritiert mich jetzt aber echt. Ist das Spiel ein bisschen broken? Ab einer bestimmten Stelle. Kann das? Sind wir schon über der Stelle? Nee. Ab da sind wir über die Stelle, okay. So. Tatsache, ich kann einen Brief einwerfen. Grandios. So, und jetzt aber zurück zur Hauptstelle und dann mal fragen hier, wie viele Sachen schon durch sind. Ich hoffe, da steht auch, wie viele Skarpien ich habe. Moment. Quatsch, wo will ich denn hin? Der ist doch gleich hier. Hätte doch einfach nur eine Etage runtergemusst. So. Früchte gesammelt. Ja. Was? Blasen platzen lassen. Ja. Schnecken in die Luft gesprengt. Ja, du bist. Ja. Ja, okay. Mit den Regenbogenüberschläge geschafft. Ja. Partyhorn, ja. 80 von 80 Weitling gesammelt, ja. Nein, du bist 223 Mal in den Reihen. 1968 Früchte gesammelt. Nee, ich glaube, er sagt das. Nee, er sagt das nicht. Okay, grandios. Das heißt, ich weiß es einfach dann nicht. Das ist eine ganz schöne Frechheit. Oder gibt es dafür auch wieder eine Art Item? Weil wenn ihr wisst, wir haben ja hier die Items. Und ich sag mal so, wir hatten ja immerhin auch die Schatzkarte. Grandioserweise. Das heißt, wir müssten ja auch irgendwie was kriegen, wo wir dann dementsprechend sehen, wo noch was ist.
Ich speichere einfach nochmal. Und gucke mir das Bild nochmal an. Aber einen neuen Tab, also kann ich trotzdem nicht weiter zoomen, aber trotzdem. Aber die im Eisbereich, die habe ich ja alle, grandioserweise, soweit ich weiß. Da rechts müssen 3 sein. Da auch nochmal 3. Und da sind 2. Okay, ich gehe mal ganz nach rechts. Von wo muss ich da anfangen? Warte. Ja, unter der Basis müsste das sein. Genau da. Okay. Ruckel, ihr habt, glaube ich, ganz kurz auch so eine ganz komische Maus gesehen. So eine Lupenmaus. Könnte man dazu sagen. So. Genau, und da sind ja Skarabäen. Die muss ich jetzt kurz mal eben nachprüfen. Na, komm schon. Ah, scheiße, das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Das ist, komm, das ist doch unfair. Okay, Leute. Ich würde sagen, daher der Part sowieso schon wieder lang genug ist, mache ich hier Schluss und ich gucke, da ich im nächsten Part dann den Rest sammle und dann wird es auch der letzte sein. Es kann sein, dass der letzte sogar einfach ein Zusammenschnitt wird. Ihr kennt es ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Schon nochmal ein fettes Sorry auch hier wegen diesem Ruckler. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao!